Ja, der zweite Teil schließt sich an und Tobi Knost sitzt noch bei uns. Tobi, jetzt gehen wir über zu kurz und knackig. Als erstes möchte ich dir kurze, knackige Fragen geben, auf die du bitte kurz und knackig gerne antworten darfst. Mache ich. Tobi, was sind denn die wichtigsten Werte, die dir deine Eltern mitgegeben haben? Wille, Spaß, Liebe und ja, wohl auch, das waren die wichtigsten. Ja. Okay, belassen wir es bei den dreien. Apropos drei, welche drei Dinge würdest du denn auf eine einsame Insel mitnehmen? Boah, richtig gute Frage. Ein Fußball auf jeden Fall. Ja, für die Beschäftigung? Genau. Vielleicht ein Boot, um Für von die der Insel vielleicht Rettung? wegzukommen. Und ein Rettungsring. Okay. Eine Sightseeing-Tour, lieber durch Berlin oder durch Hamburg? Was würdest du da empfehlen? Berlin sieht man mehr. Hast du da eine Lieblingssehenswürdigkeit oder Lieblingsplatz? Ich finde es am Potsdamer Platz, Brandenburger Tor schön, ja. Welche Netflix-Serie ist denn dein Favorit? Prison Break, ganz klar. Wie motivierst und fokussierst du dich auf ein Spiel? Es kommt meistens mit der Anspannung vor dem Spiel von alleine, wenn man schon rausgeht und die Fans hört. Das kommt eigentlich bei mir von alleine. Ich habe kein besonderes Ritual. Wer ist deine wichtigste Stütze im Leben? Meine Eltern. Tobi, dann möchte ich dir jetzt ein paar ja, Sätze anreißen, die du dann bitte beendest. Ja? Wenn ich einen Tag mit einer Person meiner Wahl tauschen könnte, dann wäre das. Cristiano Ronaldo. In der Schule war ich. Fleißig und wild. Nach einer Niederlage bin ich. Traurig. In meinem Kühlschrank habe ich immer. Vanillemilch. Ich werde richtig wütend, wenn. Wenn wir ein Spiel verlieren. In meiner sportlichen Karriere möchte ich noch. Ein Titel gewinnen. Das Einklatschen mit den Fans nach einem erfolgreichen Spiel ist für mich. Mega geil. Tobi, besten Dank. Ja, das war's mal kurz Gerne. und knackig. Ja. Hat Spaß gemacht und ja, bis bald. Bis bald.